Vielen Dank, Capella Rebella und Lokomotive. Das ist Demokultur, gewachsene Demokultur, um die uns manche Bewegung beneidet. Vielen Dank. Wir haben ja heute noch einiges vor, aber bevor der erste Redner kommt, möchte Roland Kimmich noch etwas zu den Kerzen sagen, denn wir haben ja auch etwas Schönes vor. Ja, also zunächst mal herzlichen Dank, dass ihr so gut daran teilgenommen habt, und es kommt jetzt darauf an, dass wir möglichst viele von unseren Kerzen nachher brennen lassen können. Das gibt vor allem gute Filmaufnahmen. Also achtet drauf, wenn jemand vorbeikommt, der die Kerzen austeilt und die Liedzettel. Das wäre meine große Bitte, weil nachher kommt noch einmal eine Live-Schalte zum SWR, zur Landesschau, und da sollten wir doch ein tolles Bild abgeben. Vielen Dank, und jetzt wieder zurück zum Moderator. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, bevor wir jetzt anfangen, möchte ich mich auch selbst kurz vorstellen. Mein Name ist Rainer Weigand. Ich bin vom AK-Bürgertribunal zum 30.09.2010. Ich möchte auch noch auf die Stände hinweisen, die hier entlang vor dem Bahnhof aufgestellt sind. Man kann also von Büchern bis zur Verpflegung alles haben, was man für die Demo und für die Bewegung braucht. Wenn in einer Stadt ein Unrecht geschieht, muss ein Aufruhr sein. Und wo kein Aufruhr ist, da ist es besser, dass die Stadt untergeht. So heißt es in dem Drama von Bert Brecht, Der gute Mensch von Sichuan. Die Szenen im Stuttgarter Schlossgarten heute vor 5 Jahren waren Szenen wie im Bürgerkrieg, so hieß es heute in einem Fernsehbericht. 2 Bilder von damals symbolisieren die Situation. Erstens das Foto von Dietrich Wagner, dem Rentner, wie er sich mit erhobenen Händen und bloßem Haupt den Wasserwerfern und den Kohorten der schwarz vermummten und dick gepolsterten Feiglinge in Polizeiuniform entgegenstellt. Mit ihren Wasserwerfern, ihren Pfefferspray und ihren Knüppeln, und ruft: Schießt nicht auf Kinder! Symbol für den friedlichen Widerstand des Volkes mit und um ihn. Und das zweite Bild, das um die ganze Welt ging, das blutige Gesicht des nahezu Erblindeten. Die Antwort der Herrschenden. Für diese Brutalität haben sich die Herrschenden und den blutigen Einsatz Planenden bis heute nicht entschuldigt. Auch nicht ihre Nachfolger im Amt, die sich mit so schönen Versprechungen haben wählen lassen und die sich zu schnöden Nachfolgern der Brutalos von einst gemausert haben, nur eben anders angestrichen, mit der Maske des frommen Amateurpredigers und ein bisschen trotteligen Landesvaters anstelle des forschfeisten Franz Josef Strauß Plagiators von einst. Aber
Vielleicht sollte ich besser nicht von Herrschenden sprechen, denn Herrschaft üben sie ja nur aus im Dienste des Großkapitals. Nicht Herren, sondern Herrnknechte sind es. Aber so brutal sie auch aufgetreten sind und so gerissen sie uns auch anschließend betrogen haben mit Schlichtung und manipulierter Volksabstimmung, sie können unseren Widerstand nicht brechen. Ich begrüße an dieser Stelle stellvertretend für alle Verletzten und Traumatisierten des Schwarzen Donnerstags Dietrich Wagner, der mit uns mitgegangen ist, die ganze Demonstration, und alle damals wie heute, die verletzt wurden und trotz ihrer körperlichen und seelischen Wunden am Widerstand festhalten. Ihnen gebührt unsere Hochachtung. Als ersten Redner bitte ich jetzt Joe Bauer ans Mikrofon. Bitte, Joe Bauer. Ja, guten Abend, hochverehrte Protestgesellschaft von Stuttgart. Es ist eine Freude, dass Sie heute an diesem herrlichen Septembertag wieder hier präsent sind, neben unserer zum Verramschen bestimmten Resterampe namens Stuttgarter Hauptbahnhof. Wenn man die Menschen hier an diesem denkwürdigen Ort sieht, dann haben wir die Gewissheit, es gibt Leute in dieser Stadt und in der Umgebung, die nicht widerstandslos alles mit sich machen lassen, was der herrschenden Politik gerade passt. Und es kommt nicht darauf an, die Zahl dieser Menschen als Messlatte zu nehmen. Viel wichtiger ist es, an die Kraft der Solidarität zu glauben, für eine Sache zu kämpfen. Wenn wir auf die Straße gehen und uns Initiativen anschließen, erreichen wir mehr, als wenn wir irgendein angeblich kleineres Übel abnicken, zu schweigen von jenen, die nicht wählen und auch nicht protestieren, weil ihnen Machtpolitiker jede Hoffnung auf Veränderungen geraubt haben. Es ist Herbst geworden, meine Damen und Herren. Wir in Stuttgart kennen die Symbolik dieser Jahreszeit. Wenn ich die ersten Kastanien auflese, vielleicht auf dem Karlsplatz, erinnere ich mich, wie sie vor 5 Jahren in dieser Stadt auf wundersame weiße Kastanien in Pflastersteine verwandelt haben. Solche Dinge sind möglich in einem Land, wo Politiker und ihre Helfershelfer lügen wie gedruckt, wenn sie um ihre Macht fürchten oder auch nur um einen Job, der ihnen einen Dienstwagen garantiert. In den vergangenen Tagen habe ich etliche Internetkommentare gelesen von Leuten, die den Schwarzen Donnerstag im Schlossgarten erlebt haben, und immer wieder stieß ich auf das Motto: Niemals vergessen, Ausrufezeichen. Diese Worte erscheinen mir fast etwas pathetisch. Sie erinnern an Denkmäler mit der Inschrift: den Opfern zum Gedenken, den Lebenden als Mahnung. Diese Zeilen aber sind leider zur Floskel verkommen. Als Mahnung erreicht sie nur wenig Lebende, schon gar nicht diejenigen, die davon faseln, Verantwortung zu tragen, als ginge es um eine Krawatte. Kaum hat man den Lebenden ein Mahnmal gegen den Krieg errichtet, stellt man lenkbare Atombomben daneben.
Liebe Freunde, wenn wir uns heute zum Gedenken an die Stuttgarter Attacke von Polizeichaoten gegen friedliche Demonstranten versammelt haben, dann ist zweifellos die Frage wichtig, was ist am 30.09.2010 tatsächlich geschehen? Und wer trägt die verdammte Verantwortung für diesen Angriff auf unsere demokratischen Rechte? Jedenfalls nicht die Bauernopfer in Uniform, die man uns bisher serviert hat. Viel wichtiger erscheint mir allerdings diese Frage. Was haben wir, die weiter gegen Stuttgart 21 protestieren, vom Schwarzen Donnerstag gelernt? Gelernt haben wir, dass politische Veränderungen nicht stattfinden, wenn wir uns damit begnügen, zur Wahl zu gehen. Viele von uns haben im Wahljahr nach dem Schwarzen Donnerstag an eine neue Politik einer neuen Regierung geglaubt. Die Grünen hatten uns 2011 vor ihrem Amtsantritt mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz versprochen. Dieses Versprechen hatte weniger Wahrheitsgehalt als die Werbung für den grünen Frosch im Putzmittelregal des Supermarkts. Zurzeit sind wir schon wieder mitten im Landtagswahlkampf. Und wie immer sind die Verlautbarungen der üblichen Parteien nicht mehr wert als die Marketingsprüche aus einem Investorenklotz namens Müller-Neo. Im Juli 2014 schrieb der Spiegel beim Blick auf die grün-rote Verweigerung des öffentlichen Einblicks in politische Akten: In Baden-Württemberg soll Transparenz offenbar die Farbe von Milchglas haben. Ich füge hinzu, das Magazin hat untertrieben, das Informationsgehabe der Landesregierung ist so durchsichtig wie eine Butzenscheibe. Was die Landesregierung unter Transparenz versteht, haben wir nicht nur bei der Volksabstimmung und ihrer Ignoranz der juristischen Skandale im Fall von Stuttgart 21 erfahren, sondern ganz sicher auch bei der Aufarbeitung des NSU-Skandals. Und diesmal geht es um die Verbrechen von Mördern aus der Terroristenszene der Nazis. Seit jeher werden rechtsextreme Terrorakte bei uns verharmlost und vertuscht, und daran hat sich nichts geändert. Ich weiß, meine Damen und Herren, einige von Ihnen denken jetzt: Was hat das mit Stuttgart 21 oder mit dem Bahnhof zu tun, vor dem wir gerade stehen? Es hat damit zu tun, dass unsere Politiker die Demokratie in allen Bereichen missachten und abbauen, sobald es um ihre Macht und um die Interessen derer geht, die von dieser Macht geschäftlich profitieren. Und deshalb muss jede demokratische Protestbewegung auf allen Gebieten wachsam sein. Es wäre falsch, sich nur auf ein einziges Thema zu konzentrieren und Zusammenhänge auszublenden. Ich ziehe mich da an der eigenen Nase. Am Schwarzen Donnerstag wusste ich noch nicht, wie konsequent die Stadtzerstörungspolitik zugunsten der Investoren in der Ära Schuster über Jahre hinweg vorbereitet worden war. Ich zitiere aus einem Artikel der Stuttgarter Zeitung aus dem Jahr 1995, damals hieß der OB noch Rommel, Zitat: Das Bayreuth, der Makler heißt Kann, dort treffen sich alljährlich im März die Großen der Branche zur weltweit bedeutendsten Immobilienmesse. Seit 2 Jahren bietet auch Stuttgart seine Gewerbeflächen an der Côte d'Azur feil. Heuer reisten die Schwaben mit einem Modell von Stuttgart 21 an. Die Papphochhäuser auf dem Bahnareal und der Plexiglasentwurf für einen neuen Tunnelbahnhof sicherten den Stuttgartern höchste Aufmerksamkeit. In der Berichterstattung über die Messe wird das Jahrhundertprojekt mitten im Stadtzentrum
Zentrum in einem Atemzug mit dem Wiederaufbau Bayreuths und der Sanierung Ostberlins genannt. Sie haben richtig gehört, meine Damen und Herren. Bayreuth nach dem Krieg, Berlin nach dem Mauerfall. Diese Profitgier prägte schon vor 20 Jahren das Größenwahnprojekt Stuttgart 21. Und wer heute die Stadtplanung den Investoren überlässt, schaut von oben herab zu, wie Menschen mit geringerem Einkommen buchstäblich aus der Stadt hinausgebaut werden. Und so wird auch klar, warum die geballte Staatsmacht am 30. September 2010 auch Leute aus bürgerlichen Kreisen niederbügelte, also Demonstranten, die nicht zur Gewalt neigen. Wir müssen begreifen, wenn es um den Machterhalt und um dicke Geschäfte geht, werden Bürgerrechte konsequent außer Kraft gesetzt. Dann greift sogar die Kanzlerin persönlich mit ihrer Phrase von Deutschlands Zukunftsfähigkeit ein, obwohl es doch angeblich nur um einen schwäbischen Bahnhof geht. Unsere neoliberalen Fortschritts- und Wachstumsapostel quatschen in der Aussicht auf schnelle Gewinne schon deshalb so viel von der Zukunft, weil sie die Geschichte dieser Stadt nicht kennen und deren Realität verfälschen. Sie wissen nicht, wo sie in Wahrheit leben, nämlich zwischen Kaltental und Stammheim, zwischen Botnang und Hedelfingen und nicht in Berlin oder an der Wall Street, wo einige gern wären, könnte man sie dort bloß gebrauchen. Ersatzweise spielen diese Luschen in der Provinz Monopoly auf Kosten der Steuerzahler. Leider wird bei dieser Zockerei die wichtigste Monopoly-Spielregel missachtet, nämlich der Befehl, gehen Sie ins Gefängnis. Vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, haben wir uns vielleicht zu oft mit der Frage beschäftigt, welcher Bahnhof wohl der bessere sei. In Wahrheit ging es nie nur um einen Bahnhof, die Politik allerdings hat erst mit den Fernsehshows zum Stresstest und dann mit einer propagandistisch manipulierten Volksabstimmung die öffentliche Meinung verfälscht. Und es änderte sich für uns absolut nichts, als der eilends installierte schwarze Rambo aus Pforzheim abgewählt wurde. Ich habe Parteipolitiker gesehen, die beim Schwarzen Donnerstag im Park auch ohne Pfefferspray dicke Tränen der Betroffenheit vergossen haben. Heute sind sie Stuttgart 21 Befürworter, die ein gut dotiertes Amt bekleiden. Daher rührt wohl das Unwort kritische Bekleidung. Geschrieben mit K wie Kretschmann und D wie Demokratieabbau. Die kritische Begleitung mit G wie Grün und T wie Transparenzverweigerung wiederum gipfelte darin, dass der amtierende Ministerpräsident den obersten Stadtzerstörer Schuster mit einem Ehrenprofessorentitel belohnte. Meine Damen und Herren, es geht mir heute am 30. September 2015 überhaupt nicht um grün oder rot, schwarz oder weiß. Wir wissen aber aus unserer jüngsten Geschichte, es ist kein Verlass auf machtorientierte Parteien, wenn es um die Verteidigung demokratischer Freiheiten geht. Deshalb müssen wir uns weiterhin versammeln und uns informieren. Wir müssen uns solidarisieren und die Öffentlichkeit über die Skandale und Lügen aufklären. Ganz egal, wie hämisch die Kommentare der Profiteure und Mitläufer von Stuttgart 21 ausfallen.
Und wir können uns auch mal Mut machen mit der solidarischen Kraft anderer Bürger. Ich sage es im Sinne des Kabarettisten Max Uthoff. Wenn Frau Merkel neulich ihren Kuss gegenüber den Geflüchteten schnell mal in Richtung Menschlichkeit geändert hat, dann doch nur deshalb, weil tausende ehrenamtlicher Helfer die Kanzlerin vor sich hergetrieben haben. Über die staatstragenden Pflichten von Ehrenamtlichen mag man streiten. Wir sehen dennoch, es gibt Bürgerinnen und Bürger, die gegen den Strom schwimmen. Und es gibt welche, die selbst dann standhaft bleiben, wenn Betonköpfe der Regierung die Rohre von Wasserwerfern auf sie richten. Und man sollte auch nicht vergessen, viele am Schwarzen Donnerstag haben sich tapfer gewehrt, auch mit einer großen Blockade. Der Schwarze Donnerstag, liebe Freunde, ist nicht nur ein Erinnerungsdatum, wenn die Kastanien fallen. Der Schwarze Donnerstag ist für jeden von uns die gegenwärtige Verpflichtung, die Augen offen zu halten und unser Recht auf die Versammlungs- und Meinungsfreiheit wahrzunehmen und zu verteidigen, wo immer es nötig ist, wo immer es geht. Große Veränderungen beginnen oft im Kleinen. Wenn Sie im Übrigen wissen wollen, was die Großmannssucht zustande bringt, gehen Sie zum Einkaufskomplex im sogenannten Europaviertel und halten Sie die Nase in den Wind. Sie kennen meine Meinung dazu. Geld stinkt nicht nur, es sieht auch scheiße aus. Liebe Freunde, bleiben Sie mutig, wachsam und auf der Straße. Vielen Dank. Joe Bauer, vielen Dank, Joe Bauer. In diesen Tagen erscheint übrigens sein Buch mit dem Titel In Stiefeln durch Stuttgart zwischen Koma-Käufern und Rebellen. Jetzt bitte ich die Kopfbahnhofsingers auf die Bühne, und zwar alle, manche sind noch irgendwie in der Menge, und wenn es übrigens Ihnen schwerfällt, den Überblick zu bekommen, weil Sie nicht mehr alle mit Ihrem Blick erfassen können, da will ich Ihnen verraten, woran das liegt. Wir sind heute über 7000. Wir sagen ja, ja zum Ausstieg.
zum Ja zum Ausstieg. Yes! Das waren die Kopfbahnhof-Sänger oder Singers. Auch sie werden wir noch einmal hören. Als nächstes bitte ich ans Mikrofon von den Theologinnen und Theologen Gut gegen Stuttgart 21, Pfarrer Martin Pogundke. Liebe Freundinnen und Freunde des Stuttgarter Kopfbahnhofs, das Vorbereitungsteam hat mich gebeten, mit meinem heutigen Redebeitrag den 30.09. ein wenig in den Gesamtzusammenhang des Themas weltweite Demokratie einzuordnen. Das will ich gerne tun, auch wenn dann eben heute mal nicht der Pfarrer in mir zu Ihnen spricht. Spätestens seit dem 30.09.2010 wissen wir, dass es bei Stuttgart 21 keineswegs nur um einen Bahnhof geht, sondern um viel, viel mehr. Was Kanzlerin Merkel so schön positiv formuliert hat, es gehe um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands, das meint in Wahrheit, es geht um die Zukunftsfähigkeit der Politik. Die Politik muss der Wirtschaft gegenüber beweisen, dass sie sich gegen die Bevölkerung durchsetzen kann. Viele unter Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde, haben am 30.09. ihre entscheidende Politisierung erlebt. Für viele war es nicht einfach, von den liebgewordenen friedlichen Vorstellungen Abschied zu nehmen. Hier im Lande laufe schon alles nach Recht und Ordnung ab. Aber spätestens seit dem 30.09. sind wir von einer in Teilen damals durchaus noch naiven Bahnhofserhaltungsbewegung zu einer ernstzunehmenden Demokratiebewegung geworden, die auch politisch oben bleiben will. Und als diese wache Bewegung haben wir entdeckt, das ist gar nicht nur beim Projekt S21 so, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mehr und mehr unter die Räder kommen, sondern es gehört zum System 21, so nennen wir das ja inzwischen, oder auch das S21-Prinzip, das bundesweit, ja weltweit auf diese Weise gearbeitet wird, wie wir es hier rund um S21 erleben. Die Politik ist zu einem Bereich geworden, oder vielleicht war sie es auch schon immer, der gar nicht mehr in erster Linie das Wohl der Bevölkerung zum Ziel hat, sondern die Selbsterhaltung der Politik. Die Politik erhält sich ihre vermeintliche Macht, indem sie willig Großprojekte durchwinkt, die ausschließlich den Sinn haben, öffentliche Gelder in private Hände zu schleusen. Weltweit ist das zu beobachten. Demokratie wird noch im Schaufenster präsentiert, aber drinnen im Laden geht es nur noch darum, wie die Politik das aberwitzige Schneeballsystem namens Wirtschaftswachstum erhalten kann. Marktkonforme Demokratie nennt unsere Kanzlerin das, und sie meint nichts anderes damit, als dass sich unsere Demokratie den Bedürfnissen der Wirtschaft und dem Wirtschaftswachstum zu unterwerfen hat. Dann ist es aber keine Demokratie mehr, liebe Freundinnen und Freunde. Denn Demokratie heißt, die Macht geht vom Volke aus und nicht von einer Wirtschaftselite und auch nicht von einem selbst herbeigeredeten Sachzwang, einem Wirtschaftswachstum, das nur denen dient, die ohnehin schon genug haben. Und genau in diese Entwicklung der fortschreitenden Entdemokratisierung gehört auch das, was wir von TTIP, CETA und TISA erfahren und wie sie alle heißen, diese geplanten internationalen Abkommen. Einen für das Thema Demokratie zentralen Punkt will ich hervorheben. Wenn diese Abkommen umgesetzt werden, dann kann jeder Wirtschaftsakteur, der durch irgendeinen Regierungsbeschluss Nachteile hat,
deshalb vor Gericht gehen und ganze Regierungen verklagen. Diese Gerichte sind übrigens eine deutsche Erfindung. Seit vielen Jahren bereits können nämlich deutsche Unternehmen in nichtstaatlichen Schiedsgerichten gegen missliebige Regierungen ihre Gewinninteressen durchsetzen. Und zwar, und das ist für einen demokratischen Rechtsstaat eine Katastrophe, und zwar ohne dass vor irgendeinem Gericht der Welt Revision möglich wäre. Erst durch den europaweiten Protest gegen TTIP rudert nun die Soll ich weiterreden? Ja. Danke. Erst durch den europaweiten Protest gegen TTIP rudert nun die deutsche Politik ein wenig zurück und setzt sich ein bisschen dafür ein, dass dafür ordentliche staatliche Gerichte zuständig sein sollen. Aber ganz egal, ob das ein privates Gericht oder ein ordentliches staatliches ist, wenn diese Möglichkeit, Regierungen zu verklagen, weltweit festgelegt wird, dann können Regierungen nur noch Gesetze beschließen, durch die niemand in der Wirtschaft Nachteile hat. Das heißt im Klartext, durch TTIP soll das Regieren abgeschafft werden. Regieren darf nur noch die Wirtschaft, nicht mehr die gewählten Regierungen. Wenn aber unsere Regierungen einem solchen Ansinnen auch noch zustimmen, dann stimmen sie ihrer Selbstentmachtung zu und damit unserer Entmachtung. Da platzt mir der Kragen, wenn ich sowas höre, da kann ich nicht schweigen, da muss ich zu der Anti-TTIP-Demo am 10. Oktober nach Berlin. Was das mit uns hier, mit unserem Kampf gegen S21 zu tun hat, auch hier haben die Parlamente sich sehenden Auges selbst entmachtet, haben S21 durchgewunken und mit Gewalt durchgesetzt, weil sie sich nur einer Instanz gegenüber verantwortlich fühlen, der Wirtschaft und ihren Wachstumsmöglichkeiten. Dabei dient S21 ja nur ganz kurzfristig der Wirtschaft, indem diese eben hier für ein paar Jahre was zu investieren hat. Aber selbst innerhalb der Logik dieser Wirtschaftslobbyisten ist das falsch gedacht, aus der Zerschlagung unserer Stuttgarter Verkehrsinfrastruktur Geld zu machen. Denn längerfristig ist eben genau diese Wirtschaft doch auch auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen. Und diese Wirtschaft wird deshalb längerfristig die Region Stuttgart verlassen und sich dort ansiedeln, wo klügere Politiker klügere Infrastruktur umgesetzt haben. Und unsere Politiker werden dann hier in Stuttgart vor leeren Investitionsruinen sitzen und sie werden sie wieder, um der Wirtschaft einen Gefallen zu tun, zu Spottpreisen verscherbeln und wieder zu unserem Schaden, denn es ist unser Geld, das da reingesteckt wurde und das dann nicht wieder herausgeholt werden kann. Den weltweiten Zusammenhang sehe ich in zweifacher Weise. Einerseits ist das Projekt Stuttgart 21 nur eine kleine, zufällige Konkretion einer weltweit herrschenden Geldvermehrungsmaschine, sodass man sich fragt, lohnt denn der Kampf hier im kleinen Stuttgart überhaupt? Andererseits ist aber auch unser S21-Protest Teil einer weltweiten Gerechtigkeits- und Demokratiebewegung, die weltweit überall an den scheinbar unbedeutenden lokalen Baustellen kämpft. Denn dieses weltweite zerstörerische Wirtschaftssystem lässt sich nicht abstrakt bekämpfen, sondern nur konkret, vor Ort, für uns hier in Stuttgart. Und vernetzt mit den Gerechtigkeits- und Demokratiebewegungen weltweit kämpfen wir deshalb hier in Stuttgart, Arm in Arm mit all den anderen, am Frankfurter Flughafen, im italienischen Susatal, in Griechenland, in der Türkei, überall, wo Menschen gegen Ungerechtigkeit und für Demokratie auf die Straße gehen. Global denken, lokal handeln, die alte Lösung der Eine-Welt-Bewegung, das ist es, was wir auch hier tun und weshalb unser Streit gegen S21 ein hochpolitischer ist. So politisch, dass man uns schon am 30.09.2010 für wert befunden hat, uns mit einer polizeilichen Gewaltorgie zu überziehen. Und deshalb gratuliere ich Ihnen
dass Sie heute Abend hier sind und dass Sie seit vielen Jahren hier sind und dass Sie noch viele Jahre hier bleiben und kämpfen werden. Denn auch wenn S21 eines Tages an seinen eigenen Unzulänglichkeiten zerbrechen wird, unser Widerstand wird weiterhin gebraucht gegen die Zerstörung unserer Stadt, gegen die Umweltzerstörung weltweit, gegen die Demokratiezerstörung weltweit, gegen das weltweite S21-Prinzip. Oben bleiben! Danke, Martin Pogundke von den Theologinnen und Theologen gegen Stuttgart 21. Ein kurzer Veranstaltungshinweis: der AK Demokratie und die Gesellschaft Kultur des Friedens lädt ein zu einem Aktionstreffen Demokratie in Bewegung am kommenden Montag, 20 Uhr im Forum 3 in Stuttgart Mitte. Jetzt sehe ich schon einige Kerzen an, es sind aber einige tausend, die wir ausgegeben haben. Ihr könnt das jetzt schon mal proben, eigentlich haben wir ja sie fürs große Finale gedacht, damit das auch wirklich stimmungsvoll rüberkommt. Aber man kann die Kerzen ein paar Mal an und aus, also anzünden, wieder ausmachen. Und das empfiehlt sich jetzt beim nächsten Musikbeitrag. Manchmal kommt er ja mit seinem Keyboard, heute ist er wieder mit seiner Gitarre da, aber immer höchst präsent, witzig und scharf, Thomas Felder. Und in Gomorra, da ist man fromm. Und nochmal miteinander, und die Kerzen schwenken dabei. So dumm, so dumm, so dumm. In Sodom und in Gomorra, da sind wir fromm. Ja, da wird betet, da ist man fleißig und verarschtendig rundrum. Und jeder über 30 hat der Buckelschauer wenn krumm. So dumm, so dumm, so dumm. In Sodom und in Gomorra, da sind wir fromm. Wenn ich von Sodom einmal auf Gomorra käm, ich tät's laufen in einer Viertelstunde. Am Wieserbach und da bei der B, ein Spaziergängle, das wär gesund. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und in Gomorra, da sind wir froh. Ja, in Sodom und Gomorra sind wir froh. Seid der König von Gomorra, wir graben jetzt ein Tunnel. Einmal von Sodom auf Gomorra, das wird schnell. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir froh. Das Tunnel wird hell, da freut sich der Bur über Lichtauge aus Glas. Da Peter Dingel denkt man mit Dreck zu und da wächst noch wieder ein schönes Gras. So Sodom und in Gomorra, da sind wir fromm. Unser Bächle kommt in ein Rohr rein, die alte Weide pflanzen wir um. Zwischen den Städten muss auch kein Moor sein, wir wollen sagen, wir sind doch ein Dom. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und in Gomorra, da sind wir fromm. Wer zweifelt noch an der Notwendigkeit, an der Genialität von dem Projekt, am Nutzen von der Hochgeschwindigkeit und um Bio- und Öko-Aspekt. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir froh. Wenn man jetzt unserem König nicht vertraut, wenn man strafen tatsächlich schwer, wenn man jetzt das Tunnel nicht baut, wenn man abgehen vom Fernverkehr. So dumm, so dumm, so dumm. In Sodom und Gomorra sind wir fromm. Der hohe Priester spricht
es ruht ein Segen vom lieben Gott überm Tunnel. Und wer dagegen spricht, der schürt den Staatsbankrott. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir fromm. Ja, in Sodom und Gomorra sind wir. Wer es glaubt, wird selig. Wer es glaubt, der kriegt den Preis. Aber ich glaub allmählich, sich ein Granadermäßiger. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir froh. Ja, in Sodom und Gomorra sind wir. In Sodom und Gomorra sind wir. Oder sind wir ebt? Danke. Ja, das war überhaupt nicht dumm. Thomas Felder, vielen Dank. Unser Protest hat viele Seiten. Seine Basis ist die Straße, auf der wir uns heute befinden und auf der wir jeden Montag demonstrieren. Aber darüber hinaus gibt es noch viele andere Fronten, an denen wir kämpfen und uns engagieren, vom Parkgebet über die Ingenieure und so weiter, bis hin zum Kampf vor den Gerichten. Und zu diesem Thema spricht jetzt Eisenhard von Löper. Ja, liebe Anwesende, Freundinnen und Freunde, wir sind ziemlich spät dran. Ich bemühe mich, konzentriert die wesentlichen Dinge zu sagen. Schwarzer Donnerstag, das ist die schmerzlich erlebte Arroganz der Macht am Abgrund gewalttätig strafbarer Staatsgewalt. Es war empörend kriminell und verfassungswidrig, die Menschen im gewaltfreien Widerstand gegen Stuttgart 21 gefährlich und brutal körperlich zu verletzen. Unsere Bürgerbewegung ist dennoch nicht zerschlagen. Gratulation. Bei uns zählt stetiger, mutiger Einsatz. Lernfähig mit langem Atem, in der Mahnwache, in all den kreativen Gruppen, in sinnvollen Aktionen gegen S21. Wie gut, dass es euch gibt. Von damals zum heute ist der Bogen zu spannen. Wir zielen auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung durch fundierte Informationen, auf Kontrolle gegen alle Übergriffe und Rechtsbrüche der Staatsgewalt bis hin zur Umkehr gegen S21. Wir zeigen Flagge und ziehen Bilanz. Das tue ich für das Aktionsbündnis gegen S21 und als dessen juristischer Arm. Denn der Käse S21 und seine Rechtsbrüche sind nicht gegessen. Die Aufarbeitung von allem Murks ist angesagt, den uns die Machtbesessenen seit Mappus, Pofalla und Co. in Bund und Land bieten. Und weil Angela Merkel bei dem großen Flüchtlingsstrom eine moralische Position ergriffen hat, sagen wir ihr, gut so, wenn Milliarden Steuergelder verstärkt eingesetzt werden für die Grundbedürfnisse von Menschen in Not, für Flüchtlinge aus Kriegsgebieten, dann muss aber Schluss sein mit hohen Milliardenausgaben für Großprojekte, die den Bahnhof drastisch verkleinern, Leib und Leben der Menschen beim Brandschutz und bei sechsfach überhöhter Gleisneigung gefährden. Leider können die Bahnreisenden, und das sage ich wegen einer gestrigen Pressenotiz, auch nicht der Gutachter Andersen dagegen klagen, wie das Eisenbahnbundesamt fälschlich den Eindruck erweckte. Aber das ist und bleibt ein K.O.-Kriterium für Stuttgart 21 auch
beim nicht planfestgestellten Filterabschnitt. Wir bleiben da offensiv. Schluss mit S21 auch deshalb, weil die reichen Länder, also Baden-Württemberg, die Ärmeren nicht aussaugen dürfen. Das verlangt das Grundgesetz, denn es verbietet die Mischfinanzierung zugunsten der Reichen. Weil die Bahn eine bundeseigene staatliche Aufgabe wahrnimmt, muss sie die Ausgaben dafür bestreiten und darf ein als unwirtschaftlich erkanntes Projekt nicht wiederbeleben mit den Milliarden eines reichen Landes. Das hat der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zwar grundsätzlich anerkannt, aber zugleich gemeint, der Städtebau der Stadt lasse S21 zu. Das liegt aber schief, liebe Freunde, denn städtebauliche Folgeentscheidungen zu Stuttgart 21 auf dem Gleisvorfeld sind stets nachgelagert und scharf zu unterscheiden vom Inhalt des Bahnprojekts. Auch hat der VGH der Stadt einen frei erfundenen, also illegalen Beurteilungsspielraum für Zuschüsse von über 500 Millionen Euro eingeräumt. Mit der Revision beim Bundesverwaltungsgericht haben wir jetzt sehr gut begründete Chancen, dass die S21-Verträge für null und nichtig erklärt werden. Das jedenfalls wird die Umkehr bei S21 unerlässlich machen, zumal es auch den Milliardenanteil des Landes betrifft. Jeder Weiterbau von S21 verschleißt jetzt sinnlos Milliarden Euro, die anderswo fehlen. Die größte Zäsur nach dem Schwarzen Donnerstag ist für mich das Geständnis der Offenbarungseid der Bahnvorstände Gruber und Käfer vom 12. Dezember 2012. Hiernach überschreitet S21 bereits mit 2,3 Milliarden Euro die vertragliche Kostenobergrenze und ist unwirtschaftlich. S21 ist seither rechtlich und finanziell gescheitert, weil die insgesamt gültige Basis fehlt. Das Projekt mit mutmaßlich zweistelliger Milliardenausgabe fortzuführen, heißt, Stadt und Land skandalös zur Geisel der Bahn zu machen. Die Deutsche Bahn hat 1,1 Milliarden Euro als selbstverschuldet eingestanden. 3 Jahre zuvor, also schon seit 2009, 891 Millionen Euro schön gerechnet und so den Baubeginn von S21 manipulativ herbeigeschwindelt. Der Vergleich, liebe Freunde, ist angebracht. Manipulierte Abgaswerte beim VW-Konzern lösen jetzt gewaltige Schadensfolgen und strafrechtliche Verfahren aus. Auch hier haben problematische Verflechtungen der Bundesregierung mit der Autoindustrie den Betrügereien den Nährboden bereitet. Bei S21 steckt die Bundesregierung noch tiefer in der Tinte, da hier die betrügerische Manipulation dem Bahnvorstand und seinem Aufsichtsrat und somit über die Staatssekretäre auch der Bundesregierung bekannt war. Das ist hochbrisant und entlarvt die sogenannte Volksabstimmung als Teil dieses Betrugs. Aber mehr noch, obwohl das Projekt unwirtschaftlich geworden war, nötigte die Bundesregierung 2013 den Bahnaufsichtsrat mit aller Macht zum Weiterbau von Stuttgart 21. Und da lehnt es der Berliner Generalstaatsanwalt ab, strafrechtlich gegen die Bahnverantwortlichen wegen Untreue zu ermitteln, als hätten die Täter nicht gewusst, was sie tun. Der CDU-Justizsenator Heimann nannte das vertretbar. Wir nennen es Strafvereitelung im Amt. Freundinnen und Freunde, wir haben daraufhin die Freigabe und Entschwärzung amtlicher Vermerke des Kanzleramts verlangt und eingeklagt beim Verwaltungsgericht Berlin.
um den Rechtsbruch der Bundesregierung sichtbar zu machen. Es gelang uns, Vermerke für Pofalla und Merkel weiter zu entschwärzen. Und zwar mit den Mitarbeitervermerken des Kanzleramts, ich zitiere, die Bundeskanzlerin hat sich explizit dazu bekannt. Es müsse sich erweisen, inwieweit in Deutschland weiterhin große Infrastrukturvorhaben umgesetzt werden können. Und es müsse das eindeutige Votum der Volksabstimmung berücksichtigt werden. Wortlaut der Vermerke aus dem Kanzleramt. Alles dies ist blanker Unsinn, denn Gesetzeskraft hat weder ein Bekenntnis von Angela Merkel, noch die unsinnige pure Größe des Projekts, noch gar eine betrügerische Volksabstimmung. Das Kanzleramt gesteht auch ein, dass sich die drei Staatssekretäre im Bahnaufsichtsrat bemühten, den möglichen Projektabbruch wegen der gewaltigen Kostensteigerung und deren Folgen durch externe Gutachter untersuchen zu lassen und dass die Bahnberechnung von 2 Milliarden Ausstiegskosten, ich zitiere, nicht belastbar sei. Es wird sogar die massive Einflussnahme der Politikprominenz auf die Weiterbauentscheidung des Aufsichtsrats zu Stuttgart 21 als im Wesentlichen zutreffend anerkannt. Nur ziert sich das Kanzleramt einzugestehen, dass diese Einflussnahme unzulässig war. Fazit: Wir haben ein erdrückendes Beweismaterial in Händen, dass Ermittlungen gegen die Bahnverantwortlichen wegen Untreue jetzt unaufschiebbar sind. Staatsanwälte und ihr Justizsenator dürfen nicht zur Strafvereitelungsbehörde werden, weil es politisch opportun ist. Durch eine gezielte Kampagne ist jetzt eine breite öffentliche Betroffenheit zu schaffen und klarzumachen. Bahnvorstand und Staatssekretäre im Bahnaufsichtsrat haben zugestandenermaßen 3 Jahre lang in Milliardenhöhe Kosten vertuscht und verschleiert, sind also in der Sache tief verstrickt. Wer die Ausstiegskosten der Bahn für nicht belastbar erklärt und auf den Ausstieg gedrängt hat, davon aber sofort absieht, weil Merkel, Pofalla und andere sie massiv auf Linie bringen, kann nicht als unschuldig gelten. Wird der Sinneswandel des Tatopfers nämlich derart eindringlich herbeigeführt, ist es auch nach der Rechtsprechung nicht vertretbar zu behaupten, die Täter hätten nicht gewusst, was sie tun. Schließlich, und das ist der letzte Aspekt, wissen wir von der Bundeskanzlerin von Pofalla und Kauder, dass sie mit machtpolitischen Abweichlern rigide umgehen. Pofallas auffällige Vorgehensweise gegen Abweichler, MdB Bosbach, er könne dessen Fresse nicht mehr sehen, sagt doch alles. Die Staatssekretäre haben sich also der Kanzlerin im Bahnaufsichtsrat gebeugt, um ihre berufliche Position nicht zu gefährden. Ermittlungen jetzt noch zu unterlassen, ist untragbar. Aus diesen und anderen Gründen ist das durch vielfache Manipulationen und Rechtsbrüche geschaffene Großprojekt S21 ein unerträglicher Ballast für die Grundbedürfnisse der Menschen und für den Rechtsstaat. Tragen wir bei, unsere Welt, um diese Last zu erleichtern, umbleiben. Vielen Dank, Dr. Eisenhard von Löper, Rechtsanwalt und Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21. Wer hätte gedacht, dass Juristerei so spannend sein kann? S21 macht's möglich. Bevor wir zur letzten Rede kommen, und ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich ausharren, möchte ich Ihnen noch sagen, es lohnt sich tatsächlich, bis zur letzten Rede zu warten, denn Dieter Reicherter wird dort etwas ankündigen, was uns allen aus dem Herzen gesprochen sein wird. Eine spannende Sache. Vorher aber möchte ich ein bisschen lyrisch werden, ein bisschen Politlyrik, ganz kurz, damit es nicht immer so trocken hier zugeht. Die Justiz ist für die Menschen da. Sie ist für diejenigen da,
die auf eine Einhaltung von Recht und Ordnung vertrauen, die sich auf ihre Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit verlassen, die eine moderne, bürgernahe und leistungsfähige Justiz erwarten. Von wem ist das? Das ist von unserem Justizminister Rainer Stickelberger. September 2010. Die Arroganz der Macht schlug zu. Hören Sie, was diese Menschen zu sagen haben. Sie sind Zeitzeugen, damals wie heute. Herr Politiker? Das neue Herz Europas, das neue Herz für Stuttgart. Über Stuttgart 21 liegt Gottes Segen. Herr Bahnvorstand. Unser Konzern, die Deutsche Bahn AG, will den Stuttgarter Kopfbahnhof auf einen Haltepunkt reduzieren. Trotz Fellverbot vom Eisenbahnbundesamt setzten wir im Schlossgarten die Axt an. Wie lange hätten wir denn noch warten sollen? Herr Polizist. Ich habe mich daran beteiligt, eine friedliche Demonstration mit Gewalt zu bekämpfen. Hätte ich den Befehl etwa verweigern sollen? Ja! Herr Richter. Hunderte von friedlichen Demonstranten und Blockierern habe ich verurteilt, jedoch nicht die Verantwortlichen für die Gewalt am 30.09. Aber ich bin doch unabhängig. Die Schülerin. Wir haben für ein besseres Bildungssystem demonstriert. Und als wir mitbekommen haben, dass sie den Park fällen wollen, haben wir versucht, sie aufzuhalten. Warum wurden so viele von uns verletzt? Mit Ablauf des heutigen Tages tritt die Verjährung der Strafverfolgung ein. Die Zeit des Aufklärens ist vorbei. Alles wird vergessen sein. Aber, Herr Politiker, Strafvereitelung ist wohl nicht strafbar. Aber, Herr Bahnvorstand, Gesetzesbruch bleibt ungesühnt? Aber, Herr Polizist, ist Schuld nach 5 Jahren denn keine Schuld mehr? Aber, Herr Richter, verjährt Gerechtigkeit? Soll das etwa alles gewesen sein? Nicht mit uns!
Vielen Dank. Das war eine Aktion der Aktionsgruppe gegen die Tunnelbohrmaschine. Vielen Dank. Und als letzten Redner darf ich Dieter Reicherter ankündigen, ehemaligen Richter und Staatsanwalt der etwas anderen Art. Danke für die Ansage und danke, dass ihr alle da seid. Ich bin total überwältigt und ich denke, ich habe euch etwas Neues zu berichten. Liebe Freundinnen und Freunde, Betroffene des Schwarzen Donnerstags, 5 Jahre sind eine lange Zeit im Leben eines Menschen, im Gedächtnis der Öffentlichkeit, in der Aufklärung von Straftaten. Nicht umsonst beträgt die Verjährungsfrist, außer bei besonders schweren strafrechtlichen Vorwürfen, 5 Jahre. Deshalb wird vieles von dem, was wir Gewalttätern in Uniform vorwerfen, in etwa 4 Stunden heute verjährt sein. Zum Glück aber nicht alles, denn zu den schweren Straftaten, deren Verfolgung erst nach 10 Jahren verjährt, gehört die sogenannte gefährliche Körperverletzung. Diese liegt vor, wenn man mit einer Waffe oder einem Werkzeug, zum Beispiel mit einem Schlagstock oder zu mehreren gemeinschaftlich einen anderen verletzt. Darunter fällt auch der Einsatz von Pfefferspray. Nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch die Polizei behauptet bislang steif und fest, am 30.09.2010 seien damit keine Kinder verletzt worden. Sie wissen auch, warum Sie das behaupten, denn sonst hätten Sie ja gegen die Täter ermitteln müssen. Nach den polizeilichen Vorschriften ist nämlich der Einsatz von Pfefferspray gegen Kinder ausnahmslos verboten. Wer den Schwarzen Donnerstag erlebt oder auch nur Fotos oder Videos vom Geschehen gesehen hat, weiß, dass es anders war. Kinder, die für ihr Recht auf gute Bildung und gute Bildungseinrichtungen auf die Straße gingen und von ihrem Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit Gebrauch machten, das nicht nur Erwachsenen zusteht, wurden rücksichtslos in ihrem Recht auf körperliche Unversehrtheit beeinträchtigt. Und als Stadtdekan Brock telefonisch mitten aus dem Einsatzgeschehen heraus den Polizeipräsidenten Stumpf bat, die Wasserwerfereinsätze zu stoppen, da Kinder vor den Wasserwerfern seien, forderte Stumpf ihn zynisch auf, Brock solle die Kinder wegholen und ließ weiter die gefährlichen und deswegen verbotenen Wasserstöße in Kopfhöhe zu. Der pensionierte Oberstaatsanwalt Bernhard Häusler behauptete sogar als Zeuge im Wasserwerferprozess, gegen Kinder sei gar kein Pfefferspray eingesetzt worden. Kommt noch schlimmer. Und alle Betroffenen von Pfefferspray seien über 18 Jahre alt gewesen. Das wollte ich ihm so nicht durchgehen lassen. Ein Zeuge vor Gericht muss die Wahrheit sagen. Das gilt auch für einen pensionierten Oberstaatsanwalt. Als jetzt dank Arno Luik vom Stern die Polizeivideos auftauchten, in denen man sieht, wie Pfefferspray großflächig gegen alle Menschen, auch gegen Kinder und Jugendliche verteilt wurde, entschloss ich mich zu handeln.
und ich gehe davon aus, dass auf den Hunderten von Stunden Beweismaterial, das die Polizei selbst am 30.09. gefilmt hat, noch viele vergleichbare Aufnahmen sein werden. Deshalb habe ich jetzt Oberstaatsanwalt Häusler wegen uneidlicher Falschaussage beim Generalstaatsanwalt angezeigt. Danke, das ist ja toll, dass ihr das mit unterstützt, denn ich brauche euch auch dazu. Die Anzeige habe ich nicht ins Blaue hinein erstattet, sondern mit Beweisen untermauert. Angefangen von prominenten Zeugen des Geschehens, die vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags oder im Wasserwerferprozess aussagten, zum Beispiel der Stadtdekan, über die aufgezeichnete Landesschau des SWR-Fernsehens, mit den Interviews von Verletzten bis hin zum Sternvideo. Und weil Oberstaatsanwalt Häusler meiner Meinung nach es pflichtwidrig unterlassen hat, gegen Polizeibeamte zu ermitteln, die verbotenerweise Pfefferspray gegen Kinder eingesetzt haben, lautet meine Anzeige gegen ihn nun auch noch auf Strafvereitelung im Amt. Ihr alle könnt dazu beitragen, die Vorwürfe gegen Häusler zu untermauern. Dazu ist es wichtig, wenn sich Menschen melden, die damals nicht älter als 18 Jahre waren und mit Pfefferspray verletzt wurden. Bitte sagt das auch weiter. Zu mir sind jetzt heute schon die ersten Betroffenen gekommen und ich denke, wir sind da auf dem guten Weg, das auch nachzuweisen. Wir sind es nämlich unseren Kindern schuldig, dass wir für ihr Recht kämpfen und an den Tag bringen, was heute vor 5 Jahren geschehen ist. Und dazu bietet die Strafanzeige eine einmalige Chance, weil die Justiz jetzt klären muss, ob Häuslers Aussage richtig oder falsch war. In meiner Anzeige habe ich den Generalstaatsanwalt auch darauf hingewiesen, dass der Oberstaatsanwalt persönlich im Schlossgarten war und das Geschehen beobachtet hat, dass er die Anzeigen bearbeitet und die Ermittlungen geleitet hat und nicht zuletzt, dass er ausgerechnet den inzwischen rechtskräftig vorbestraften Polizeipräsidenten Stumpf damit beauftragt hat, wegen des von diesem zu verantwortenden Einsatzes selbst zu ermitteln. Stumpf hätte also gegen sich selbst ermitteln müssen. Schließlich habe ich auch nicht ausgelassen, dass Häusler persönlich das Verfahren gegen seinen Schulfreund Bernhard Bauer, damals Amtschef im Umwelt- und Verkehrsministerium, wegen falscher uneidlicher Aussage vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags eingestellt hat, also gegen den eigenen Schulfreund. Die Kontext-Wochenzeitung berichtet in ihrer heutigen Ausgabe ausführlich über meine Anzeige. Ich werde dafür sorgen, dass ihr auch künftig auf dem Laufenden gehalten werdet. Nochmals zum Schluss die Bitte, dass sich die Verletzten bei mir melden. Mit einer objektiven Aufklärung, die für Schlagzeilen sorgen kann, haben wir die Chance, dass wir oben bleiben. Dankeschön. Vielen Dank, Dieter Weicherter. Ich denke, du hast es an der Reaktion gehört, wie sehr du uns allen aus dem Herzen gesprochen hast. Die Anzeigen sind das eine und je mehr Gewicht wir hier auf der Straße dahinter setzen, umso mehr Chancen haben sie auch, dass wir etwas erreichen. Vor dem allerletzten Beitrag, es haben sich Überraschungsgäste aus Berlin angekündigt, bitte ich aber noch einmal Thomas Felder. Wie
spiele ein Lied zum Mitsingen. Es ist ein Kehrreim darin. Und der Kehrreim, der hat was mit Saubermachen zu tun, wie der Name schon sagt. Putzlumpe braucht man überall, braucht man. Putzlumpe braucht man überall, braucht man. Putzlumpe braucht man. Und die Melodie ist ganz einfach, bis zweieinhalb Töne. Putzlumpe braucht man, überall braucht man. 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 Super! Also ihr seid ein Hintergrundchor. Und ich sing nachher den Oberputzlumpen drüber. Und nochmal, Putzlumpe braucht man, überall braucht man, Putzlumpe braucht man, überall braucht man, Putzlumpe braucht man. Super. Und jetzt wieder ausfaden und langsam leiser werden. Ja, klasse. Ich gebe euch nachher den Einsatz, wenn es losgeht mit den Putzlumpen. Gewidmet habe ich heute speziell dieses Lied unserem Herrn Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Fritz Kuhn war ein strammer Kollege und Genosse von uns im Kampf gegen Stuttgart 21, bevor er zur Wahl angetreten ist. Schon beim Amtsantritt hat er Rückzieher gemacht und hat sich jetzt vollends entlarvt bei der Abgabe der Bürgerbegehren. 40.000 Unterschriften haben unsere Leute gesammelt über ein Jahr hinweg, über mehr als ein Jahr lang. 40.000 Stuttgarter Bürger, sagen wir mal, 2 × 20.000, haben sich gewünscht, dass der Gemeinderat über diese zwei Themen, Storno 21 und das andere, Leistungsrückbau, genau, diese zwei Themen sollten bekannt. Und wir haben ja ganz ausgewiesene Experten da. Und die sollten zu Wort kommen im Rathaus. Und es hat sich beinahe eine Mehrheit gebildet dafür, dass diese zwei ausgewiesenen Experten sprechen dürfen. Und wer hebt zum Schluss die Hand, damit es zu dieser Aussprache nicht kommen konnte? Fritz Kuhn. In unserem Rathaus allerweil so schlecht und sauber aus. Ja, warum sieht's in unserem Rathaus allerweil so schlecht und sauber aus? Jetzt kommt ihr dran, Achtung, Putzlumpe. Putzlumpe braucht man, überall braucht man. Putzlumpe braucht man, überall braucht man. Putzlumpe braucht man, überall immer weiter. Putzlumpe braucht man. Putzlumpe! Putzlumpe! Putzlumpe braucht man, überall braucht man. Putzlumpe! Putzlumpe braucht man, überall. Im Schulhaus, im Gemeindesaal, im Kino, Kirche und Kathedral, im Krankenhaus, beim Ultraschall, am Fallbeil und am Markerpfahl, im Kreuzsaal, in der Leichenhall, im Parlament, im Affenstall, bei Bosch, McDonalds, Interknall, in Wien, Berlin, Schwäbisch Hall, in Stuttgart, bei jeder Wahl. Mal grün, sozial oder lieber liberal, ultra Nazi, national oder schmier alles. Meine Damen und Herren, wir von der Beschäftigungsfront haben wieder großen Bedarf an Putzlappen. Junge, saugfähige, aber auch alte, abgebrühte Lappen werden immer wieder gesucht. Bitte melden Sie sich bei uns an der Sammelstelle. Wir warten auf Sie. Pass auf,
pass auf. Sonst mischet sie mit der Tisch, dann mischet sie den mit dem Mist, dann wischet sie den mit dem Mist vom Tisch. Sonst wischet sie mit der Tisch, dann mischet sie den mit dem Mist, und dann wischet sie den mit dem Mist vom Tisch. Und drum sieht's in unserem Rat, oh, oh, aus aller Weih, so schlecht und sauber aus. Vielen Dank, Thomas Felder, nicht wegzudenken aus unserer Protestbewegung. Und jetzt bitte ich ein bisschen um respektvolles Schweigen. Sie werden es kaum glauben, Sie werden Ihren Augen nicht trauen. Wir haben hohen Besuch aus Berlin, ein Pärchen, Sie werden Ihren Augen tatsächlich nicht trauen. Ich kann allerdings eines sagen, das Publikum hat verschiedene Möglichkeiten auf das, was hier oben geboten wird, zu reagieren. Man muss nicht immer nur applaudieren, man kann auch einmal Bu sagen. Also jetzt bitte herzlich willkommen unseren Berliner Gästen. Dass bei den Stuttgarter Parkschürzen auch eine nahe Verwandte von Ihnen mitmacht. Ja, leider. Aber in jeder Familie kommt einmal ein schwarzes Schaf vor. Ach, da fällt mir noch ein, mein Bruder. Ob der immer noch mit den Grünen kokettiert? Haben Sie schon gehört, dass Kretschmann Bundespräsident werden will? Ja, warum auch nicht? Dann hätten wir gleichzeitig die blöden Sozen los und könnten vielleicht mit einer grün-schwarzen Koalition den Berliner Flughafen und S21 gleichzeitig beerdigen. Ich glaube, das können Sie sich nicht leisten, Frau Merkel. Was bedenken Sie, was denn diesen Boten für Parteifinanzierungen rausspringt? Je länger, je besser, je tiefer, desto mehr. Ach jetzt verstehe ich endlich den Spruch aus Stuttgart. Grube auf, Grube rein, Grube zu. Aber. Aber Prinz, denn jetzt eigentlich, Herr Grube, dass Sie ausgerechnet am 5. Jahrestag des für mich so schwarzen Donnerstags mit mir sprechen müssen. Brennen ist ein gutes Stichwort. Wir kommen bei Stuttgart 21 in Sachen Brandschutz überhaupt nicht voran. Wieso das denn? Ich denke, das ist alles schon in warmen Tüchern. Das täuscht. Unsere Anwälte haben es beim letzten Termin in Sachen Katastrophenschutz nur hingekriegt,
dass die Brandschutzprobleme nicht relevant sein sollten für die Planfeststellung. Es kann also gebaut werden, aber Ihr Minister Dobrindt will die offenen Fragen dazu im Rahmen des Verfahrens zur Inbetriebnahme klären. Hören Sie mal auf mit dem Dobrindt. Das kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Ja, ja, beim Berliner Flughafen Neubau will ja nach dem jüngsten Baustopp selbst die Brandenburger CDU den Ausstieg. Und nicht nur die. Stuttgart 21 würde im Fall des Weiterbaus ein noch viel größeres Debakel werden. Ja, mein Freund Pofalla hat gesagt, es würde mich nicht mehr betreffen. Da werde ich schon im Ruhestand sein. Gewiss, aber andere Risiken werden früher in die Öffentlichkeit kommen. Und das wäre? Zum Beispiel die Finanzierung. Aber die habe ich doch am 5. März 2013 erfolgreich durchgesetzt. Gewiss, aber da ist noch was anderes. Die Gegner des Projekts haben den Zuschuss der Stadt Stuttgart vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gebracht, wegen Artikel 104a des Grundgesetzes. Tja, 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 keine Sorge, auf die Gerichte kann ich mich immer verlassen. Und die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt ja auch nicht gegen den Aufsichtsrat wegen der Finanzierung des unrentablen Projekts. Die Vorinstanz hat sich aber schon sehr stark auf Artikel 104a bezogen. Und die Berliner Staatsanwaltschaft hat uns bescheinigt, dass wir bei Stuttgart 21 nicht wissen, was wir tun. Also absolut zu doof sind für unsere Jobs. Na, wenn es bloß das ist. Es ist noch viel mehr. Wir können den Kopfbahnhof nicht abreißen. Aber da hat der Dobrindt doch die Lex Stuttgart 21 gemacht und den Tiefbahnhof extra ins Gesetz geschrieben. Das war nutzlos. Der Tiefbahnhof ist gar kein Bahnhof. Ja, wieso das denn jetzt? Bahnhöfe dürfen eine maximale Steigung von 2,5 Promille haben. Stuttgart 21 hat über 15. Es ist eine Hochgebirgshaltestelle unterhalb des Flutwasserspiegels. Und jetzt bleibt mir die Sprache weg. Unterhalb des Grundwasserspiegels. Und das ist ja unterirdisch. Und warum sagen Sie mir das erst jetzt? Das ist ja, wie wenn Sie mir am Tag vor der Hochzeit sagen würden, mein Bräutigam ist schwul. Das ist absolut gut beobachtet. Wir haben uns nicht getraut, weil Sie in das Projekt so furchtbar verliebt sind. Ja. Aber es ist gewissermaßen noch vor der Hochzeit. Noch können Sie aussteigen, Frau Merkel. Ja, ob ich da aussteige bei meinem Ehemann? Aber und warum sollte ich das tun? In London kriegen Sie, naja, da muss ich mal umblättern. Ja, fünf Tiefbahnhöfe hin. Fünf Tiefbahnhöfe in London. Na, der Unterschied ist, in London ist es ein Bahnprojekt und die Risiken sind einkalkuliert. Und Stuttgart 21, 22, 23, 24? Das ist kein Bahnprojekt, sondern ein Immobilienprojekt der Stuttgarter Stadtplanung. Deshalb müssen wir die 121 Risiken verheimlichen, die unser früherer Mitarbeiter Azam aufgelistet hat. Ist der wieder in Ägypten? Und was sind das für Risiken? Beispielsweise müssen wir mit allen Stuttgarter Abwässern unter der Tiefhaltestelle unten durch. Das Ganze gehört den Stuttgartern gar nicht mehr, sondern amerikanischen Investoren. Cross-Border-Leasing, Sie wissen ja. Der Gipskäufer um Stuttgart kann aufgehen wie ein Staufen im Breisgau. Deshalb haben wir schon den ersten Bohrer zurückgezogen. Die Mineralquellen sind gefährdet und der alte Bahnhofstunnel wird umfallen. Das kommt bei den Stuttgartern gar nicht gut an. Und dann ist da immer noch der Jucht. Käfer, deshalb kommen wir am Rosenstein nicht weiter. Aber der hat uns am schwarzen Donnerstag doch bisher auch nicht behindert und der Bahnhofsturm hinter mir steht noch. Noch? Tja, die Zeiten ändern sich. Damals konnten wir noch verheimlichen, dass wir gar keine Genehmigung für die Baumfällungen hatten. Das geht heute nicht mehr. Die S21-Gegner sind ja schon hinter den Mails von Tanja Göner her. Ja, da wollte ich heute eigentlich zitieren, aber macht's wieder ein Nachrichtenmagazin. Aber na, was denn? Moment. Oh, da habe ich schon ganz andere Sachen ausgesessen. Das allergrößte Risiko lässt sich aber nicht so leicht aussitzen. Ingenieure müssen bei ihren Berufshaftpflichtversicherungen angeben, ob sie was mit Stuttgart 21 zu tun haben.
wie bei VW der Ruf der deutschen Autokonstrukteure auf dem Spiel steht, so geht es bei Stuttgart 21 um die Reputation der deutschen Bauingenieure. Das lässt sich nicht einfach aussitzen. Da hilft nur ein baldiger Ausstieg. Sonst entsteht ein riesiger wirtschaftlicher Schaden in Deutschland. Nein, 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 wie stellen Sie sich das vor? Ich habe doch deutlich die Zukunft Deutschlands an das Großprojekt Stuttgart 21 geknüpft. Gerade weil es um die Zukunft Deutschlands geht, sollten Sie das Signal zum Ausstieg geben. Geht nicht, das würde doch heißen, ich sei eine Umfallerin. Aber das ist doch gerade Ihre Stärke. Denken Sie an den Atomausstieg oder die Flexibilität in der Flüchtlingsfrage. Alle Welt bewundert Sie dafür. Komplimente am heutigen Abend. Ich selbst bewundere mich nicht dafür. Sie lassen doch jede Woche Meinungsumfragen durchführen. Da können Sie doch mal nach Stuttgart 21 fragen lassen. Lieber nicht, aber da hatten wir doch schon die Sache mit der Volksabstimmung. Wenn wir entsprechend informieren, dann bekommen wir auch eine Mehrheit für die Wahrheit. Und es wird Kretschmann denn es würde schon reichen, die Kostenschätzung des Bundesrechnungshofs in die Medien zu bringen. Das hab ich geschickt gemacht, dass das nicht rauskommt. Ja? In Wirklichkeit brauchen die Leute nicht wissen, dass der in Wirklichkeit schon bei 12 Milliarden angekommen war. Psst. Nicht weiter sagen. Und was wird Kretschmann dazu sagen? Dem fällt doch immer etwas ein. Sie sollten auch mal an uns Bahnvorstände denken. Wir bekommen doch erst beim Börsengang unsere schönen Bonuszahlungen. Mit dem Katastrophenprojekt Stuttgart 21 wird der Gang an die Börse aber kaum möglich. Denken Sie an die brutalen Kursverluste bei VW in nur 2 Tagen. Und ein Ausstieg wäre auch für Sie gut. Das würde Ihnen einen Bundestagsuntersuchungsausschuss zu Stuttgart 21 kurz vor der Wahl ersparen. Naja, also, dass Bahnvorstände auf Boni verzichten müssen, das kann ich als neoliberale Politikerin natürlich gar nicht gutheißen. Das wäre ein ganz schlechtes Signal. Das würde ja so aussehen, als ginge es mit Deutschland bergab. Da muss ich doch noch mal ernsthaft über den Ausstieg aus Stuttgart 21 nachdenken. Ich bin überzeugt, einige von Ihnen haben es schon gemerkt. Das war nicht Herr Grube und Frau Merkel. Also ich möchte es aber jetzt allen verraten. Vielen Dank an Roland Kimmich und Friedrich Gehring. Rechtsanwalt der eine gewesen, Pfarrer der andere. Also ich gebe zu, die Auswahl der Berufe war heute etwas einseitig. Ich verspreche, nächstes Mal kommen auch wieder mehr Ingenieure und andere Berufe auf die Bühne. Und jetzt bitte ich die Kopfbahnhof-Singers zum Abschluss. Die Texte sind ja verteilt worden. Wenn Sie die Kerzen anmachen, können Sie vielleicht auch was lesen. Musikalische Begleitung. Verehrtes Publikum, wir singen nun Sag mir, wo die Bäume sind. Sie kennen ja den Urtext Sag mir, wo die Blumen sind von Piet Sieger. Wer das Lied kennt, bitte mitsingen. Es gibt Liedzettel, die sind überall ausgelegt. Ja, es gibt aufgeteilte Lieder. Ja. Sag mir, wo die Bäume sind, wo sind sie geblieben? Wer hat den Park zerstört?
was ist geschehen? Sag mir, wo die Bäume sind. Was habt ihr getrieben? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Flügel sind. Wo sind sie geblieben? Wer hat den Bahnhof zerstört? Was ist geschehen? Sag mir, wo die Flügel sind. Was habt ihr getrieben? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gleise sind. Wo sind sie geblieben? Wer hat den Bahnhof zerstört? Was ist geschehen? Bagger rissen ihnen zwei. Uns ist das nicht einerlei. Wir fordern Baustopp jetzt. Wir fordern Baustopp jetzt. Sag mir, wann das Ende ist. Von der Stadtzerstörung, wenn die Mafia vor dem Richter steht, dann wird's geschehen. Dann fliegt auf die Verschwörung von der Stadtzerstörung. Dann wird man alles verstehen. Dann wird man alles verstehen. Dann wird endlich Frieden sein in der Stadt, die wir lieben, und ein neues Leben beginnt. Dann werden wir sehen, die Zerstörer wir vertrieben aus der Stadt, die wir lieben. Und dann wird alles schön. Und dann wird alles. Wir singen zusammen noch das Lied Freunde schöner Kopfbahnhöfe. Die Capella Rebella, die macht ein kleines Vorspiel. Das kennt ihr ja alle, ne? Das singen wir alle zusammen. Thank you.
Sieh, wie unsere Augen strahlen, so verändern wir die Welt. Wir singen jeden Montag von 20 Uhr bis 21 Uhr im Hauptbahnhof, Bahnhofhalle. Nach jeder Montagsdemo. Vielen Dank, die Kopfbahnhof-Singers. Das war der letzte Beitrag heute Abend. Ich möchte den Abend abschließen mit einem Gedicht von Günter Eich. Nein, schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig sind. Seid misstrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben, für euch erwerben zu müssen. Wacht darüber, dass eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird. Tut das Unnütze, singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet. Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, einen guten Nachhauseweg. Die Veranstaltung ist hiermit beendet. Oben bleiben!